Wenn du im Moment krank bist, mit Krankheit zu kämpfen hast, dann möchte ich dir ein gutes Rezept empfehlen. Wenn du zum Arzt gehst, wirst du ja auch ein Rezept bekommen haben, wo er dir eine Medizin verschrieben hat, die du zu einer ganz bestimmten Zeit in einer ganz bestimmten Regelung einnehmen musst. Und so möchte ich dir sagen, dass du das Wort Gottes auch wie eine Medizin einnehmen kannst und einnehmen sollst, wenn du krank bist. Im Wort Gottes gibt es ganz viele Verheißungen dafür, wie das Wort Gottes unser Leben erreicht, um es zu heilen. Es gibt viele Verheißungszusagen für Krankheiten, dass Heilung hineinfließt. Ich möchte dir wirklich sagen, wenn ich krank bin, habe ich noch mehr das Verlangen, einfach im Wort Gottes zu lesen, weil es mir dann Stärke gibt, Zuversicht, Hoffnung, dass ich diese Talsohle überwinden werde, dass ich mit dem Herrn da durchgehen werde, siegreich, dass er mich wieder auf meine Füße stellen wird. Und das möchte ich dir auch wirklich, wirklich als Rezept empfehlen, dass du das Wort Gottes nimmst und es wie eine Medizin in dein Leben aufnimmst. Auch vielleicht zu Zeiten, wo du nicht gerade krank bist, sondern einfach jeden Tag, quasi wie andere Leute vielleicht Vitaminpräparate nehmen. Nimm das Wort Gottes jeden Tag in dich auf. Jeden Tag wird es seine Kraft in dir entfalten. Ich wünsche dir, dass du diese Medizin regelmäßig einnimmst und dass du spürst und merkst und einfach auch ein Zeugnis dafür hast, dass der Herr durch dieses Wort dir Heilung geschenkt hat. Ich weiß, Gott hat mehr für dich.